Servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Saranos und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play WoW PvP mit unserer Druidin Lumia hier am Start. Und wir befinden uns im Tempel von Kathmogu, hatten wir jetzt glaube ich als Gleichgewicht auch schon länger nicht mehr, wenn in letzter Zeit, ja doch als Gleichgewicht glaube ich länger nicht mehr, wir haben ja als Katze zuletzt gespielt, so ist zumindest mein Eindruck, aber wie gesagt, das werden wir jetzt sehen, wie gut wir hier klarkommen. Wir laufen auf jeden Fall erstmal direkt straight in die Mitte mit der Kugel, ne? Da hier kriegt man 5 Punkte, außerhalb nur 4, genau. Und ja, hier kommt schon ein Kollege, der richtig Bock hat und der hat uns mal komplett zerstört mit Burst. Da waren wir innerhalb von einer Sekunde tot oder so. Junge, 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 was hat denn der an Damage gedrückt? Meine Fresse. Was hat der denn an Damage gedrückt? Was ist mit mir geschehen? Ihr seid gestorben, ja. Aschewelle. Ah, so, okay, da war ein Paladin auch noch auf mir. Schattenschlag mit Dolche, okay. Auch nicht schlecht. Gut, okay, da haben wir auf jeden Fall ordentlich kassiert, würde ich sagen. Also lange gelebt haben wir nicht. So viel steht fest. Nichtsdestotrotz sollten wir natürlich gucken, dass wir jetzt hier trotzdem weiterhin die Kugeln nehmen. Die Kugeln sind einfach das A und O, das muss man wirklich so sagen. Alles andere macht überhaupt gar keinen Sinn. Also die nicht nehmen oder sowas macht gar keinen Sinn. Nimm doch die Kugel. Oder nimm die Kugel, nimm die Kugel, nimm die Kugel, nimm die Kugel, nimm die Kugel. Warum nimmt die Person nicht die Kugel? Take it, hä? Darf ich nicht. Warum wird die Kugel einfach nicht genommen? Die wird einfach lieber da stehen gelassen. Ja. I get it. I get it. So. Ach du heilige Scheiße. Ja, wenn du die Kugel hast, wirst du auch einfach gefokust des Todes und komplett aus dem Leben gerissen. Das ist immer sehr, sehr unschön. Das, ich weiß nicht, ob es das oder daran liegt, dass viele die nicht nehmen. Aber es hilft ja nicht letzten Endes, ne? Wenn man sie auch nur regelmäßig nimmt. Ihr seht, ich habe sie jetzt auch nicht lange gehabt. Bin trotzdem Zweiter in den Siegespunkten. Das heißt, im Vergleich sieht man, auch wenn man sie vielleicht nicht lange trägt, bringt es ja trotzdem was. Weil du in dem Moment, wo du sie trägst, ja, die ganzen Punkte holst. Das heißt, schlecht ist das so oder so nie. Und man sollte sie nehmen. So. Lululululu. Okay, okay, okay. Das ist zu weit entfernt. Guck mal jetzt hier. Zack. Der geht mir auch hier, der Bruder. Der geht mir hier sowas von auf den Sack. Ja, ich hab's verstanden, ich weiß. Ich hab's verstanden. So, wir sind weggekommen. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. War vielleicht gar nicht so schlecht. Wir heilen uns erstmal kurz hoch. Im besten Fall. Und dann können wir jetzt aber auch direkt halt wieder straight reingehen. Fokussen sollten wir dabei. Natürlich hier die Schurken. Ja, die haben halt wirklich gar keinen Bock. Scheinen auch zwei Mates zu sein. Okay. Na, das machen wir nicht. Das machen wir nicht, das machen wir nicht. So. Ja, ist in Ordnung. Weiß ich nicht, ob wir dem jetzt irgendwie da geben können. Ah, er zieht halt direkt instant Bubble.
Also wirklich instant, ja. Und da haben wir von mir gar noch einen Shot bekommen oder so. No Heal hier. Ne, wir haben zwei sogar. No Heal in hier. Weiß gar nicht, warum er fragt. Aber gut läuft es auf jeden Fall nicht, so wie steht fest. Gut läuft es nicht. Die werden aber auch einfach zu selten geholt, die Kugeln. Ich versuche immer, zumindest das ist hier so die goldene Regel, glaube ich, kann man sagen. Immer wenn du eine siehst, versuch sie zu holen. Versuch sie zu holen, warte nicht, mach irgendwie nicht hier links, rechts Heckmeck oder so. Sondern wirklich immer straight die Kugeln holen. Das ist wirklich so, ich sag mal im Schnitt, das Erfolgsversprechendste, was ich hier mit als Tipp geben kann. Ist aber auch nicht normal, ne? Das ist aber auch nicht normal. Ich glaube, wir sind fast sogar besser dran. Wenn wir einfach wahrscheinlich hinten irgendwo mit der Kugel stehen würden und campen würden oder so, keine Ahnung. Ja. Jetzt kommt er hier wieder. Auf gar, ja, da, also wirklich, da die Schurken am Arsch, da hat man keine Chance. Die Schurken am Arsch, keine Chance. Da beißt du direkt ins Gras. Aber sowas von. Absolut keine Chance. Die kloppen dir die Dolche von oben nach unten rein. Hör mal. Da kannst du nur blöd aus der Wäsche gucken. Aber nichtsdestotrotz, wir haben hier wieder eine Kugel. Das heißt für uns wieder, dass wir diese taken. Ah, okay. Eieieiei. Was machen wir jetzt? Was machen wir? Ja gut, den Kollegen sollten wir definitiv aus der Mitte wegschaffen. Mehr als definitiv. Der muss weg da. Okay, das hat schon mal nicht geklappt. Ja. Was auch sonst. Der Schurke kommt. Was auch sonst. Keine Ahnung, ich mache mich jetzt erstmal hier vom Acker oder so, kein Plan. Erstmal jetzt hier vom Acker machen. So. Lululule. Ja, okay. Okay, okay, okay. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Ja, also selbst mit Erneuerung reingeballert oder alles drum und dran. Der Junge, der ballert dir so Schellen in die Fresse. Das ist unnormal. Letztes Urteil, 184k. Das ist ja wirklich unnormal. Na, wenn die kommen, dann reinbürsten. Da siehst du auch nur noch alle möglichen Farben. Und das sind auf jeden Fall keine guten Farben. Okay. Gut, hier sind wir jetzt voll in den HCC reingelaufen. Das ist natürlich super cool. An den Schurken muss ich mich jetzt mal... Also die Kollegen gehen mir schon etwas länger richtig auf die Nerven. Okay, guarded.
Okay, guardet, guardet. Ja, hab ich verstanden. Ja. Ja, okay. Okay. I got it, ja. Der wollte richtig hart meinen Arsch. Der Kollege. Aber hat er auch nicht schlecht gemacht mit dem Reinkicken in die Mitte. Das hat mir dann natürlich den Rest gegeben. Dadurch waren die anderen Spieler dann auch noch auf mir drauf. Auf mich fixiert. Und dann war es relativ schwer. Wiederbeleben in 2 Sekunden. Alles klar, wissen wir auch da Bescheid. Ja, ist ja gut. Dann wissen wir auch da Bescheid. So, lassen wir uns gar nicht großartig aus der Ruhe bringen. Hier noch ein Paladin, der Bock hat. A Paladin. So, lu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 l. Ja, Niederlage. Leider verloren. 402 Ehre nochmal aufs Konto. Aber ja, können wir uns nicht wirklich großartig was mit kaufen. So, Kugeln besessen haben wir 5 und Siegpunkte bei der Allianz tatsächlich die meisten. Und ihr seht, ich habe overall theoretisch noch nicht mal oft die Flagge gehabt. Oder nicht lange, sagen wir es mal so. Aber ich habe sie halt oft besessen mit 5 Mal. Da sind wir auch 3. Platz. Und haben damit halt die, ersthöchsten Punkte bei der Allianz geholt. Wenn jetzt ein paar von denen das auch noch gemacht hätten, sehe das hier schon wieder ganz anders aus, der Spielverlauf. Aber naja, lange Rede, kurzer Sinn. Hier kann ich halt wirklich nur als Tipp geben, dass man die Kugel immer holt, egal was ist. Auch wenn man sie vielleicht nicht besitzen will oder was auch immer. Sondern es macht halt Sinn, die wirklich einfach zu nehmen. Und ja, deswegen, wenn ihr diese Runde hier spielen solltet oder generell im Tempel von Khatmogu unterwegs sein solltet, dann tut euch wirklich selber dem Gefallen und eurem Team. Nehmt einfach immer die Kugeln. Übrigens hier, overall, die Schurken haben richtig mies reingeballert. Die sind hier echt richtig mies in dem BG. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Lasst mir gerne euer Feedback da. Und ansonsten wünsche ich euch alles, alles Gute, ganz viel Spaß beim Zuschauen. Und natürlich auch würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Haut da rein, euer Zeranos. Ciao.